In der PHP-Doku gibt es im PHP-Handbuch unter den Funktionsreferenzen die Variable- und typbezogenen Erweiterungen. Darin befinden sich die Arrays. Beim Iterator geht es darum, dass ein Array einen internen Zeiger hat, der auch immer auf ein bestimmtes Element zeigt. PHP bietet dazu mehrere Funktionen, um einerseits zu zeigen, wo sich gerade der Zeiger befindet, beziehungsweise um die Position des Zeigers zu verändern. Die Funktion current liefert das aktuelle Element des Arrays. Das heißt, es gibt einen internen Zeiger, der aktuell auf ein Element zeigt und diesen Wert dann zurückgibt. Man ruft die Funktion mit current auf. Danach kann man ein Array oder ein Objekt mitgeben. Für Objekte gilt es als veraltet, deshalb eher für Arrays. Und man bekommt den Wert, der drinnen ist, zurück. In unserem Beispiel haben wir ein Array mit den Werten A, B, C, D und E. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wo der Current ist, können wir zum Beispiel $P für Pointer ist gleich Current und unser $Array mitgeben. Das Ganze können wir uns mit var dump anzeigen lassen. $P aktualisieren und sehen, wir bekommen A zurück. Das heißt, wenn wir ein neues Array erstellen, ist der Zeiger an der ersten Stelle und gibt A zurück. Auf was man achten sollte, ist, wenn man zum Beispiel ein $Array 2 hat und darin befinden sich boolesche Werte wie false, true, true. Und wir wollen auf unseren schauen, wo unser Zeiger hinzeigt. Das wäre hier die erste Position. Aktualisieren, bekommen wir boolean false zurück. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel ein leeres Array haben, bekommen wir ebenfalls boolean false zurück. Das heißt, hier wird kein Unterschied erkannt. Die Funktion pos ist ein Alias von current. Das heißt, wir können hier current durch pos ersetzen. Das heißt, an welcher Position befindet sich gerade der Zeiger? Und bekommen auch hier bei unserem Array den ersten Wert A zurück. Mit der Funktion Key bekommen wir nicht den Wert, sondern den Schlüssel zurück, an dem sich gerade der Zeiger befindet. Das Ganze können wir wieder auf ein Array bzw. Objekt anwenden. Und wir bekommen, je nachdem, was der Schlüssel ist, einen Integer, String oder Null zurück. Das heißt, in unserem Beispiel, statt pos können wir Key eingeben. Wenn wir jetzt aktualisieren, bekommen wir 0 heraus, weil 0 die erste Position in einem numerischen Array ist. Hätten wir ein assoziatives, das heißt, hier wäre ein Schlüssel mit Test und Pfeil, dann würden wir eben den Schlüssel Test zurückbekommen. Mit der Funktion Next wird der interne Zeiger des Arrays um eine Position nach vorne geschoben. Wir geben als ersten Parameter wieder das Array als Referenz mit, das heißt, der Zeiger wird an der Stelle gespeichert und bekommen den aktuellen Wert zurück. In unserem Beispiel A bis E ist, wenn wir das Array erstellen, der Zeiger an der ersten Position beim A. Wenn wir jetzt Next und $Array eingeben, wird automatisch der Zeiger um eine Stelle weitergeschoben. Das heißt, er ist jetzt bei B. Wenn wir uns jetzt $P ist gleich Current anschauen, vom $Array, das Ganze mit var dump ausgeben, dann sehen wir, wir bekommen das B als Ergebnis heraus. Wir können uns auch den Schlüssel anschauen, das heißt, wir geben hier Key an, aktualisieren und der Schlüssel ist jetzt auf 1, das heißt, A wäre 0, B 1, B wird zurückgegeben, weil eben mit Next der Zeiger vorangeht. Ich kann aber auch weiter noch ein Next hinzufügen. Gibt wieder $Array mit. Das heißt, bei dem ersten Next springt er auf B, beim nächsten Next springt er auf C. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit pos statt current, also dasselbe ist, den aktuellen Wert von $P anzeigen möchte, dann bekomme ich C heraus. Und das kann ich eben so weiterführen. Das heißt, wenn ich dreimal Next anwende, bin ich bei D.
Wie wir aber in der Doku gesehen haben, bekommen wir den Wert auch gleich zurück. Das heißt, wenn ich nicht die aktuelle Position, sondern hier Next eingebe und gleich in die Variable $p speichere und aktualisiere, dann bekomme ich auch den Wert, an den Next gesprungen ist, gleich zurück. Während man mit Next immer den Zeiger um ein Element weitersetzt, kann man mit Pref den Zeiger um ein Element vorsetzen. Auch hier geben wir das Array als Referenz mit. Das heißt, der Zeiger wird gespeichert an der Stelle und wir bekommen den Wert, der an der Stelle ist, aktuell zurück. Das heißt, bei unserem letzten Beispiel, wenn wir dreimal Next anwenden, dann sehen wir, sind wir ja bei D, das heißt A, erstes Next, zweites Next, drittes Next. Wenn wir jetzt davor aber ein Brief angeben und unser $Array mitgeben, dann sind wir hier bei D und springen eine Position zurück. Das heißt, wir wären bei C. Das heißt, wir geben die aktuelle Position aus, aktualisieren und sehen, es kommt C heraus. Auch hier können wir uns wieder das Post sparen. Das heißt, wir könnten schauen, welcher Wert wird wir hier ausgegeben. $p ist gleich und kommen zum gleichen Ergebnis C. Haben wir ein leeres Array, das heißt, der Zeiger ist dann standardmäßig am ersten Element und wir gehen 1 zurück. Dann wird false ausgegeben, weil kein Wert mehr hier ist. Mit der Funktion end wird der Zeiger des Arrays automatisch an die letzte Stelle gesetzt und es wird der Wert an dieser Position zurückgegeben. Wir haben unser Array mit A bis E. Standardmäßig ist der Zeiger jetzt bei A. Das heißt echo current und $array zeigt, okay, wir sind bei A. Wenn wir davor aber jetzt end $array angeben und aktualisieren, springt der Zeiger an letzte Stelle und wir bekommen das E zurück. Wir können hier jetzt zum Beispiel Brief anwenden, $array, aktualisieren, dann sind wir bei D, das heißt E, der Zeiger geht 1 zurück, D, und das können wir wiederholen. Das heißt, ich kopiere mir die Zeile und jetzt springt er einmal auf D und dann auf C zurück, aktualisieren und wir bekommen C heraus. Während end den Zeiger aufs letzte Element setzt, setzt die Funktion reset den Zeiger aufs erste Element. Wir geben wieder das Array als Referenz mit und bekommen den Wert an dieser Stelle zurück. Wie wir in unserem letzten Beispiel sehen, setzen wir zuerst den Wert an letzter Stelle, dann gehen wir mit zweimal brief an die Position C und geben das Ganze hier aus. Wir bekommen eben das C als Ergebnis. Wenn ich davor aber sage, also reset und $array, dann wird, egal wo der Zeiger ist, er automatisch wieder an die erste Position gesetzt und wir bekommen das Ergebnis A heraus. Sehen wir uns zum Schluss noch an, wie das Ganze mit einer Schleife funktionieren kann, indem wir diese Iterator-Funktionen verwenden. Das heißt, wir können zum Beispiel while abfragen, solange das i von unserem $array nicht gleich 0 ist, so lange soll die Schleife durchgeführt werden. Das heißt, zuerst beginnt er bei A. Wir geben mit echo current $array aus. Das heißt, an der Stelle, wo der Zeiger am Beginn ist. Und dann setzen wir ihn in jeden Schleifendurchgang um 1 weiter. Das heißt, wir sagen einfach next $array. Das heißt, jetzt wird der nächste Wert gesetzt und die Schleife läuft so lang, bis der Schlüssel null ist und wir bekommen das Ergebnis A, B, C, D, E heraus. Das Ganze können wir auch rückwärts machen. Das heißt, bevor wir die Schleife beginnen, setzen wir den Zeiger an die letzte Position mit end $array.
Und jetzt gehen wir keine Schritte mehr nach vorne, sondern mit pref zurück, speichern, aktualisieren und bekommen jetzt EDCBA heraus.